Wir starten mit der Dinosaurierrunde. Das darf nur ich sagen, weil ich selbst ein Dinosaurier bin und schon seit 1986 in der neuen Galerie der Stadt Linz und 1987 auch, das war meine erste Begegnung mit Joëlla Bayer, die Ausstellung von Wilfried Seipel im Landesmuseum gesehen habe. Und da war Joëlla da und da habe ich zwar nicht plaudern können mit ihr, aber Peter Baum hat die Eröffnungsrede damals gehalten bei Wilfried Seipel und da habe ich Joëlla zum ersten Mal gesehen und eben auch kennenlernen dürfen. Ich möchte zuerst unsere Herren vorstellen, weil manche kennen sie vielleicht doch nicht, gerade die Jüngeren. Peter Baum, Kunstkritiker, Kulturjournalist, Fotograf, Leiter der Galerie der Stubenbastei in Wien und auch der Galerie am Schottenring und von 1974 bis 2003 Direktor der neuen Galerie der Stadt Linz, 25 Jahre mein Direktor, so darf ich das jetzt sagen, ja, über 25 Jahre. Heute, er war auch Gründungsdirektor des Lentus, das im Mai 2003 eröffnet wurde. Er ist Kurator des Privatmuseums Leonik und langjähriger Experte auch für zeitgenössische moderne Kunst im Kinski Wien. Und er war der Grund, warum wir heute so eine große Bayer-Sammlung haben. Ich möchte dann auch gleich im Anschluss Herr Helmut Gsöllpointner vorstellen. Er hat an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien studiert und war Gründer und Leiter der Abteilung für Metallplastik in den Lehrwerkstätten der Föst. Dann von 63 bis 73 Leiter der Klasse für Metallplastik und Industrial Design, so hat das damals geheißen, an der damaligen noch Kunstschule der Stadt Linz. Und von 71 bis 76 Präsident der Künstlervereinigung Merz. Herbert Bayer war einer des Gründungsmitglied des Merz, also auch hier gibt es Parallelen. Und dann war er bis 2001 Leiter der Meisterklasse Metall an der Kunstuniversität und stand der Hochschule auch als Rektor zwischen 1977 und 1981 vor. Er ist seit 2001 emeritiert und beide, Peter Baum und Helmut Gsöllpointner, sind, ich nenne das jetzt immer so, bis heute noch im Unruhestand. Das heißt, sie sind ganz aktiv in der künstlerischen Szene tätig. Friedrich Schmidmeier, auch ihn darf ich herzlich willkommen heißen. Er ist Architekt, lebt in Wien, kommt aus Haag am Hausruck und beschäftigte sich intensiv mit Herbert Bayer auf seinen Studienreisen in Amerika 1997 und 1999. Er hat auch gemeinsam mit Bernhard Witter und mir 2009 die Ausstellung Ahoi Herbert, damals warst du der Ausstellungsgestalter, kreiert und er leitete Ausstellungsprojekte zu Herbert Bayer in Haag und Linz im Jahr 2000. Fangen wir an beim Peter Baum. Wie war die erste Begegnung mit dem Herbert Bayer? Also die erste Begegnung war 1971, zwei Jahre bevor ich dann nach Linz kam. Da hatte die Frau Anna Auer, eine Fotografin und eine Fotoexpertin, in ihre kleine Galerie Herbert Bayer zu einer Fotografieausstellung eingeladen. Und bei der Gelegenheit haben wir uns nach der Eröffnung sozusagen kennengelernt. Das war eigentlich am Vormittag eine Pressekonferenz, eine ganz kleine Gruppe. Und wir sind dann nebenan in der Wollzeile in das Kaffeehaus gegangen. Und da habe ich Herbert Bayer kennengelernt, habe ihn auch fotografieren können. Und wir haben eigentlich sehr schnell wirklich einen ganz, obwohl er bedeutend älter als ich war und ist und auch natürlich für mich schon eine bekannte Persönlichkeit, aber wir hatten sehr schnell einen sehr offenen, legeren Kontakt und eigentlich einen sehr freundschaftlichen Kontakt bekommen. Zwei Jahre später hatte Bayer dann eine weitere Ausstellung im Museum für angewandte Kunst mit seinen Tapisserien und mit einigen anderen Arbeiten. Und 1976, also wir waren damals noch bis 1979 am Hauptplatz untergebracht in diesem Brückenkopfgebäude, wo die neue Galerie von Gurlitt gegründet, von meinem Vorgänger Walter Kasten geführt bis zur Übernahme durch mich, eine kleine, aber schon relativ reichhaltige Bayer-Ausstellung konnte ich dort machen.
Und Herbert Bayer mit seiner Frau, die waren zweimal da in Linz. Er hatte ja einen Bruder hier und vor allem eine sehr liebe Schwester, die ihm noch mehr bedeutete, wie ich ganz deutlich mich erinnere, als sein Bruder. Und von der hat er auch immer wieder erzählt. Und diese Ausstellung ist sehr, sehr gut verlaufen. Und Herbert Bayer hat dann in Folge auch eine erste große sozusagen Tranche an Kunstwerken der Neuen Galerie geschenkt, die dann unter späterer Leitung von der Elisabeth Thaler, Novak Thaler, durch weitere Stiftungen also beträchtlich ergänzt wurde. Und bevor ich Ihnen noch irgendwas anderes erzähle, aber da muss ich direkt aufstehen. Diese Ausstellung, die Sie jetzt oben sehen können, die ist wirklich ganz grandios. Das ist eine wunderbare vom Fachlichen, vom Architektonischen, von der Auswahl der Art und Weise der Hängung und der Aufstellung, eine ganz grandiose Ausstellung. Also ich war wirklich hellauf begeistert. Und will das auch Ihnen sozusagen vermitteln und vor allem dir, liebe Elisabeth. Da lassen wir aber jetzt die Architektin auch aufstehen, die Nicole, da ist sie. Nicole Sitz. Ja, also das war jetzt sozusagen eine halb private, halb offizielle Einschaltung, aber selten, dass ich eine Ausstellung in dieser auch einerseits klassischen, aber andererseits höchst unkonventionellen Art und Weise gesehen habe. Also diese großen Bilderfolgen an den blauen Wänden, das hätte man vor 10 Jahren nicht machen können. Also das war so wie das gute Bild für jeden in der Wiener Sezession nach dem Krieg. Da hat man so quasi Bildchen an Bildchen gehängt. Aber hier ist das Prinzip ja das Gleiche, aber es ist so grandios gelungen und nimmt einen gleich so in Pakt, also dass man überhaupt nichts dagegen einwenden kann. Und natürlich als Baum habe ich mich über das viele Grünzeug auch gefreut. Haben wir extra für Sie aufgestellt. Ja, danke einmal für diesen ersten Einblick. Gleich die Frage auch an Helmut und zugleich an Peter Baum. 1977 wurde ja Herbert Bayer für euer gemeinsames Projekt, das ihr kreiert habt, Forum Metall, eingeladen. Viele der bedeutendsten Bildhauer, auch Freunde im Übrigen von Herbert Bayer, nämlich Matthias Göritz, haben ja hier große Skulpturen gemacht, die bis heute sich auch noch im Donaupark befinden. Und dann kam also die Einladung. Ich weiß auch nicht, wer sie getätigt hat. Warst das du, Helmut, oder war das Peter Baum? Wie ging das zu? Wie habt ihr den Herbert Bayer nach Linz gebracht? Er war ja damals auch, das muss man schon sagen, 77 Jahre alt. Also für so große Reisen hatte seinen Herzinfarkt bereits. Ist das ja auch nicht selbstverständlich, dass man so ein großes, monumentales Projekt übernimmt. Wie ist das abgelaufen? Zu Herbert Bayer habe ich 3 Blickpunkte. Einerseits als Vorbild für die Gründung unserer Hochschule, denn wie Sie wissen, hat es in Linz gegeben eine Kunstschule der Stadt Linz und die Professoren wollten Hochschule werden und vom Bund übernommen werden und man dachte eher an eine Akademie im traditionellen Sinn. Aber Dr. Ordner wollte damals schon eher in Richtung Bauhaus, eine Hochschule für Gestaltung, und hat in der Mitte der 1960er Jahre bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Philosophie, Kunst und so weiter angeschrieben, was sie von der Gründung einer neuen Hochschule überhaupt, einer Kunsthochschule, halten. Und da hat schon damals, in den Mitte der 1960er Jahre, Herbert Bayer geschrieben, die Welt braucht keine weiteren Akademien im konventionellen Sinn, sondern sie bräuchte eine Institution für die Erziehung von Gestaltern unserer Umwelt. Und insofern war ja Herbert Bayer für uns natürlich das ideale Vorbild als
Allrounder, als universeller Gestalter, über den ja heute und diese Woche schon viel und genug gesprochen wurde. Und es ist tatsächlich dann dazu gekommen, dass nach vielen Jahren aus der Linzer Kunstschule eine Hochschule, eine Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung. Und da war Herbert Bayer natürlich eine bedeutende Persönlichkeit als Vorbild. Als dann die Hochschule existiert hat und ich Nachfolger vom Rektor Ordner wurde, habe ich gedacht, da muss für die Hochschule jetzt auch etwas getan werden, damit sie international oder zumindest über den, wenn man so sagen, am Tellerrand hinaus bekannt wird. Und wie Sie vielleicht wissen, zum Teil war ich mit meiner Meisterklasse in der Föst untergebracht. Das war natürlich eine ideale Situation für eine Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung. Und dadurch, dass wir mit den Studenten dort draußen waren, habe ich natürlich viele Persönlichkeiten aus der Leitung der Industrie und von den Arbeitern kennengelernt und gekannt. Und die haben alle immer großen Respekt gegenüber der Kunst gezeigt. Und ich habe ihnen dann gesagt, Leute, ihr braucht gar nicht so einen riesigen Respekt haben. Ihr arbeitet selber mit wunderschönen Objekten. Was ihr da macht in der Gießerei, in den anderen Betrieben, sage ich, das sind fast künstlerische oder hochästhetische Elemente und Objekte. Und es hat mich einmal der Wotroper, der Fritz Wotroper, der berühmte Bildhauer, besucht. Und ich habe ihn natürlich geführt, auch in mein Lieblingsgebiet, in die Gießerei, wo Negativgießformen waren, wie Wohnmodelle und gegossene Turbinengehäuse. Und er hat mich jovial auf die Schulter geklopft und gesagt, Herr, zu was arbeiten wir, wenn da solche Objekte gemacht werden? Und das habe ich natürlich den Leuten dann auch klar gemacht und habe gesagt, und habe einen Trick angewendet. Ich habe eine Ausstellung gemacht, eine große Ausstellung in den Gängen der Direktionsgebäude und habe gegenübergestellt die Objekte der Industrie, Halbzeugobjekte aus der Formerei und so weiter und künstlerische Objekte. Und der Erfolg war eben der, dass die Leute, die Besucher kaum wussten, welches ist jetzt das Kunstobjekt und welches ist jetzt das Industrieobjekt. Und ich habe damit den Föstlern eine gewisse kulturelle Identität, ein gewisses kulturelles Selbstverständnis verschafft. Und das war so erfolgreich, dass die Generaldirektion verlangt hat, ich soll ein zweites Mal machen. Das war dann vor dem Stahl 2. Und zu der Zeit hat, entschuldige, wenn das ein bisschen dauert, aber das muss ich schon dazu erzählen, zu der Zeit hat die Stadt Linz gerungen um eine kulturelle Identität. Man hat immer gesucht, gibt es eine Linzkunst, Linzkultur, Linzstahlkunst und so weiter. Und da habe ich dann den Vorschlag gemacht, Forum Metall. Forum Metall und der damalige Generaldirektor hat das verstanden und er war ein sehr kultureller Mensch. Generaldirektor Koller. Und der hat gesagt, ja, die Föst wird alle Betriebe dazu einschalten, dass sie Objekte realisiert. Und es war doch die Zeit, wo Großplastik oder überhaupt Plastik im urbanen Raum international, in Japan, in Amerika und überall zur Diskussion stand. Und wir haben dann, und da muss ich mich auch bei Peter Baum noch bedanken, dann, er hat natürlich viele Leute gekannt auf seiner Galerietätigkeit und er hat mich auch mit dem Herbert Bayer bekannt gemacht. Und so ist Herbert Bayer als Galionsfigur für Forum Metall gewonnen worden. Und das war natürlich dann doch, muss man sagen, kann man insofern sagen, dass Herbert Bayer eine bedeutende Persönlichkeit für die Stadt Linz geworden ist. Ich habe dann noch vielleicht ein paar Geschichten erzählen, persönliche, private, die den Menschen Herbert Bayer und seine liebe Frau und schöne Frau Joella auch in ein gewisses freundliches und persönliches Licht stellen könnte. Aber ich will nicht zu lang fürs Erste reden. Entschuldige, wenn es zu lange gedauert hat. Ja, wenn wir bei den persönlichen Erinnerungen sind, welche Erinnerungen haben Sie an Herbert und Joella? Ja, also Helmut Gschöldbeutner hat Bayer im Zusammenhang mit dem Forum Metall erwähnt und
Sie wissen ja, der Bayerbrunnen vor dem Brucknerhaus, der steht. Ich hoffe, er funktioniert auch immer wieder. Also die Stadt Linz hat diesen Bayerbrunnen sozusagen bekommen als Stiftung. Und vorsichtig, wie die Beamten sind und die uns immer ein wenig misstrauisch angesehen haben, haben sie verlangt, dass man so eine Art Modell baut. Naja, also ein teures Modell können wir nicht machen, haben wir gesagt. Also dann hat man aus Karton, aus Röhren und so weiter, hat man eine Simulation, eine ungefähre Simulation gemacht. Und bei einem Schlechtwettertag, es hat auch ein bisschen geregnet, haben wir das dann dort vor dem Brucknerhaus aufgestellt. Und ich habe ein paar kalmierende Worte dazu gesprochen, also die Stadt hat das genehmigt. Der Bau ist ja primär nicht zu sehen. Der Brunnen oben ist zu sehen, aber die Einbauten waren das Komplizierte und das eigentlich Teure. Und der damalige Magistratsdirektor, der Dr. Kubin, der ein sehr genauer, aber durchaus der Kunst gegenüber aufgeschlossener Mann war, wollte das halt ganz exakt und noch dazu vom Anton Bruckner, also das muss sozusagen klappen, hat auch geklappt. Im Zusammenhang damit bekam ich einmal einen Brief vom Herbert Bayer und da hat er eben so einige sehr nette Worte verloren und hat eben auch den Helmut Gschöllbäundner erwähnt. Aber er hat sich, obwohl aus Oberösterreich stammend, aber den Namen für die Amerikaner ist das sehr schwer zu behalten und er schrieb dann Helmut Zollbäundner. Das war der Helmut Gschöllbäundner. Und wir haben dann, wie er ein-, zweimal dann später auch in Linz war, habe ich noch so einen auch peripheren Eindruck gehabt. Ich habe ihn mit meiner Frau am Bahnhof abgeholt, die beiden Bayers, die Joelle und der Dorle, Herbert. Waren, da oben ist die Dorle. Ach so, Dorle und ja. Der hatte, also er war ja immer sehr elegant angezogen, also wirklich ein Sir und die Joelle auch. Und am Linzer Hauptbahnhof kommt dann ein Herr in braun gekleidet, braun und beige, alles präzise aufeinander abgestimmt, mit vier Koffern. Also ein kleiner so wie der, dann ein bisschen ein größerer und dann noch ein größerer und der vierte war der größte. Und überall, die waren alle in einem Braun, in einem helleren Braun und HB war auf jedem der Koffer zu lesen. Also der Herbert Bayer hat das schon manchmal ins sozusagen Extreme ausgespielt, aber so war er auch. Also ich habe ihn immer als einen Gentleman im Auge behalten und vor allem auch im Wort, auch die Art und Weise, wie er sprach und mir, dem viel Jüngeren gegenüber, war er ungemein sozusagen höflich und dann später wirklich freundschaftlich, aber in einer Art und Weise, wie man selten Persönlichkeiten bei so einem auch großen, sagen wir, Altersunterschied kennenlernt. Es ist ja meistens so, dass die wirklich bedeutenden Künstler, die sind bescheiden, die halten sich zurück, die wissen sozusagen, die müssen sich nicht selber wichtig machen. Und das, ich wollte jetzt dazu etwas sagen, ja. Nämlich, weil als ich ihn besuchte dann in New York, entschuldigen, das gehört jetzt nämlich da dazu, und der Kontakt durch Peter hergestellt war, habe ich ihn in New York besucht, um eine Arbeit von ihm auszuwählen. Und mein Englisch war nicht so gut, jetzt habe ich meine Frau gebeten, dass sie mitkommt. Und ein kalter Winter 1977. In New York hat es damals eine große Feuerbrunst gegeben. Es erinnert mich, weil Sie vielleicht alle dieses Bild mal gesehen haben. In New York hat die Feuerwehr in einer Hauptstraße dieses riesige Gebäude gelöscht. Und es war eine riesige Eiskaskade. Und es war so kalt, dass die zwei Frauen, Joelle und meine Frau, immer geschaut haben, dass man schnell wieder wo in ein Gebäude hineinkommen, weil es so kalt war, dass sie immer Sorge gehabt haben, dass sie irgendwas erfrieren. Aber was ich sagen wollte, Herbert Bayer selber hat dann, und da habe ich die ganze Größe, was du gerade gesagt hast, auch erfahren. Er hat etwas gesagt, was wirklich große sagen
Mittelgrößen sind gefährlicher. Herbert hat gesagt, weißt du, ich bin immer so froh, wie die Pläne und so weiter. Ich bin immer so froh und so dankbar, wenn eine Arbeit gut zu Ende geht. Und da muss ich ihm wirklich sagen, das war ganz, ganz gut. Ja, da kann ich gleich jetzt auch anschließen zum Großen, denn zu dem, was du jetzt gesagt hast, habe ich etwas gefunden, was mich auch sehr berührt hat. Das war nämlich ein Brief von Herbert Bayer an den Peter Baum vom August 76. Und da überlegt er zum ersten Mal auch, wie es denn auch so um seine Sammlung und um seine Kunst weitergehen kann. Und da schreibt er dir, Mr. Baum, thank you for your letter and for your interest in a Bayer collection. I would like to be represented in my hometown with works which would manifest the development and total character of my work. Also eine erste Bekundung, dass er schon auch in Linz repräsentiert sein möchte. In the area of painting, I believe this can be accomplished with perhaps 15 to 20 works. On the other hand, I have visualized to create not only a collection of paintings, but an archive, which could include all facets of my work, such as typography, graphic design, photography, environmental design, photos and architecture, and exhibition design, and so on. The archive should be accessible to students and scholars and also for occasional exhibitions. This comprehensive representation would need an archival space as well as a permanent exhibition space, and above all, it would need a curator who is knowledgeable with the Bauhaus movement. Also, er sagt 76 an Herrn Baum schon ganz genau, was er vorhat. In Denver möchte er die Collection und das Archiv aufbauen und nach Linz seine erste Stiftung geben. Und auch noch ganz interessant, dass many of my works are with the Marlborough Galleries and also with Dr. Klim in Munich. Some drastic changes seem to be taking place in the Marlborough organization. And when I know more about this, it will be better able to review that works I might be able to make available for Linz. Und da haben wir eben aus der Marlborough unsere erste Stiftung bekommen. Also aus der Marlborough Galerie in Zürich, die wurde geleitet von der Brigitte Almeida Lopez. Und dort konnten wir einige der Bilder eben aussuchen. Und wir haben dadurch wirklich einige ganz wesentliche Hauptwerke erhalten. Im Jahr 84 war ich in den USA. Das war so eine Einladung über die amerikanische Botschaft. Und ich konnte mir sozusagen Wünsche, konnte ich denen mitteilen, wo ich gern hin will. Und dann habe ich eben auch geschrieben, dass ich gern den Herbert Bayer besuchen möchte und auch nach Denver. In Denver, das war eine rein private sozusagen Connection, da hat eine Cousine von mir gelebt mit ihren beiden Kindern und dem Mann. Und ich hatte meine 14-jährige Tochter auch mitnehmen können. Und von Denver aus, ich habe mir dort das Museum angesehen, von Denver aus bin ich dann weiter alleine nach Los Angeles geflogen, um den Herbert Bayer zu besuchen, der allerdings damals sehr krank war und im Spital. Der hatte einen japanischen Assistenten mit einem Porsche-Wagen. Und Sie wissen ja, in den USA ist man sehr streng, was das Tempo anlangt, auf den Autobahnen. Und der kleine Japse, der also ein Architekt war, also ein pfiffiges Bürscherl, und ich bin ja noch nie mit einem Porsche gesessen, da sitzt man mit dem Allerwertesten ziemlich weit tief unten. Der ist dann immer so mit 130 gefahren. Also wir kamen dann beim Herbert Bayer an, ich habe dort im Spital ihn besucht, seine Frau, die war zu Hause, und er hat sich unheimlich gefreut. Ich weiß gar nicht, ob das angekündigt war, ich nehme schon an, aber
es war für mich eigentlich auch die letzte Begegnung mit ihm. Und ansonsten hatten wir uns ja immer hier in Linz getroffen und zweimal in Wien. Da muss ich wieder anschließen, denn ich war kurz danach bei Herbert Bayer und ja, bei Gioella eingeladen in Montecito. Und wir sind zu Abend, haben sie mich ausgeführt zum Abendessen in einer Gegend ungefähr 10, 15 Kilometer aus Montecito in ein Restaurant. Und nachdem er erst kürzlich aus dem Spital kam, hat Gioella gesagt: Helmut, fahr aber du mit dem Auto. Und insofern war Herbert Bayer schon ein echter Amerikaner, dass der Mercedes für ihn, möchte fast sagen, was Heiliges war. Und jetzt bin ich mit dem Mercedes gefahren, der aber leider ein Automatik war. Und ich war nicht das gewöhnt und bin etwas unrund gefahren. Etwas unrund gefahren, und nach einem netten Abend und im Gespräch hat zum Schluss hat er gesagt: Du Helmut, aber nach Hause fahr wieder ich. Meine Tochter hat nachher Gioella noch einmal besucht, und da war sie schon Witwe, das war schon 2009, glaube ich, und da gibt es dann nachher noch einmal eine ganz interessante Geschichte, die mit Spanien, mit dem Nationalmuseum, wie heißt sie, Sophia Rey, zusammenhängt. Das, wenn noch Zeit ist, könnte ich das auch kurz erzählen. Ja, dann darf ich einmal kurz an den lieben Fritz weitergeben. Und ich möchte dich fragen, was in Haag am Hausruck passiert zu Herbert Bayer. Da bist ja du der Mentor und derjenige, Verwalter, der den Herbert Bayer immer nicht in Vergessenheit geraten lässt, was sehr, sehr wichtig auch ist in einem Ort, wo Herbert Bayer ja geboren wurde. Und da würde ich dich bitten, dass du uns ein bisschen berichtest, was in Haag am Hausruck im Geburtsort von Herbert Bayer so passiert ist. Ist das eingeschaltet? Ja, ja, ich muss da gleich dazu ein paar Leute nennen, die da ganz viel beitragen, um diese Erinnerungsarbeit also dort vor Ort zu pflegen. Das sind einerseits eine Gruppe von Künstlern, die seit 2005 dort einen wunderbaren Hof benutzen. Das ist der Mühlekorser Hof. Und dort hat sich rund um Thomas Waldenberger eine Bildhauerwerkstätte etabliert, die sehr, sehr viele Projekte inzwischen schon im öffentlichen Raum und auch Kunst am Bau realisiert haben und die sich auch immer wieder Maß nehmen an Herbert Bayer. Gleichzeitig hat sich die Gemeindepolitik auch diesem sozusagen Trend angeschlossen und Herbert Bayer für sich entdeckt, einfach als Marke oder zur Imagepflege dieser kleinen Gemeinde. Und jetzt komme ich zu zwei Projekten, die ich mit kuratieren durfte. Das sind im Grund nur Fußnoten jetzt zu diesen wirklich heroischen Taten von Peter Baum und Helmut Xüllenbeutner und anderen. Das eine war eben eine Ausstellung, die um das Jahr 2000 entstanden ist und die initiiert wurde damals von, also die Ausstellung haben dann Bernhard Witter und ich in die Hand genommen, aber das Andenken an Herbert Bayer wurde damals wahrgenommen von Gerhard Bruckmüller und Thomas Waldenberger. Und eben, es kam zu dieser kleinen Ausstellung, zu der auch die Neue Galerie damals beigetragen hat. Und unter dem Titel Herbert Bayer, Herkunft, Spuren. Also es hat uns eben auch interessiert, wo gibt es in seinem Werk Spuren, die auf seine Herkunft eben verweisen.
diese Ausstellung wurde im Schloss Starhemberg gezeigt und vor dem Schloss war eine Holzskulptur zu sehen mit dem Titel Totempol. Herbert Beyer hat diese Skulptur selber so benannt. Es ist ein eigentlich unbekanntes Werk von ihm, das machen wir die Bilder dann in einem. Totempol von, also 1957 von Herbert Beyer. Bernhard Witte und ich haben diese Skulptur eigentlich wieder entdeckt im Jahre 97 und ich habe sie vermessen und den, sozusagen den geometrischen Code entschlüsselt. Die Skulptur ist dann zerstört worden und sie wurde sozusagen wieder errichtet in Haag am Hausruck. Danke, Fritz, für die Erinnerungskultur, die in Haag am Hausruck entstanden ist und für euer Engagement zu Herbert Beyer. Abschlussrunde. Wer von den Herren möchte noch etwas Persönliches zu Herbert Beyer sagen? Das war ein kurzes, prägnantes Erlebnis in Spanien, als ich mit meiner Frau im Nationalmuseum Reina Sofia war und stehe vor einer Vitrine in dieser Größe mit einem Schaupuppenkopf drinnen, der von links bemalt war von Salvador Dalí und von der rechten Seite von Man Ray. Also die zwei Giganten des 20. Jahrhunderts haben Gioella verehrt. Das war Gioella. Und das hat mich natürlich sehr berührt. Und ich wollte sofort einen Katalog und ein Foto haben, habe aber nichts bekommen. Also Gott sei Dank hat mir dann eine Reisebegleiterin ein Foto besorgt. Und ich habe dann später gekriegt mit einem Zertifikat vom Nationalmuseum, vom Spanischen, tatsächlich dieses Foto. Ich dachte, dieses Modell ist hier vielleicht, aber Frau Thaler hat gesagt, das Nationalmuseum leiht das gar nicht her. Und ich habe dann dieses Foto, habe ich dann meiner Tochter zu Weihnachten schenken können, die ja auch Gioella gekannt hat. Also das war soweit ein persönliches Erlebnis, das gezeigt hat, auf welchem gesellschaftlichen Label diese überhaupt immer verkehrt haben, Herbert und Gioella. Das wollte ich ganz kurz sagen. Ja, die Skulptur ist ja lange im Familienbesitz gewesen und ich vermute oder ich weiß es ziemlich sicher, dass einer der Söhne das dann bei einer Auktion verkauft hat und dann hat es eben die Reina Sofia in Madrid ersteigert. Und ein paar Abschlussworte bitte von Peter Braun. Ja, also die haben jetzt von einer Auktion gesprochen und von dem schönen Werk über Gioella von Dalí und wer war der Zweite? Man Ray. Also eine bessere Kombination gibt es nicht. Aber wenn Sie öfter auf Flohmärkte gehen, kann ich einen Tipp noch abgeben. So um 1920 haben ja viele der kleinen Gemeinden auch Notgelder ausgegeben und Herbert Beyer, ich glaube es war fürs Jahr 1919, hat drei Ansichten. Von dem Ort habe ich mir jetzt nicht gemerkt, von einer Lembach. Über Lembach gezeichnet. Die sind also so ungefähr 7 x 4 cm. Also wenn Sie irgendwo Notgeld sehen oder Ansichtskarten und so weiter, graben Sie weiter. Sie können dann sagen, ja, ich besitze drei Originale vom Herbert Beyer. Das ist relativ leicht zu machen und inzwischen sind die auch schon ein wenig teurer geworden, aber natürlich nicht so teuer wie Beyer große Originale. Vielleicht zum Abschluss wirklich, weil ich ganz besonders von dieser Ausstellung beeindruckt bin, weil sie Herbert Beyer eigentlich in der Vielfalt seiner Talente, in der Vielfalt seiner Art und Weise, wie er diesen Auftrag als Künstler, als Designer, als Architekt, als Vielseitiger, der die Welt sozusagen mit schönen Stücken ergänzen und beglücken wollte, das ist eine auch Art Lebenseinstellung bei ihm gewesen, die man auch nicht zu sehr zerreden oder analysieren müsste. Herbert Beyer hat so etwas wie einen Sound in sich getragen.
so wie eine gute Jazz-Kombo spielt. Da ist einfach ein Sound und ein Verständnis, der dann die Ästhetik bestätigt, die formale Qualität, die Art und Weise, wie durch einen Impact das Interesse der Beschauer, der Besucher erweckt wird und zugleich so etwas wie eine gewisse Zurückgezogenheit, ich möchte fast sagen ins Private, ins Surreale, in die Objektivität, die ein Kunstwerk, wenn es einer bestimmten Ästhetik und Überschaubarkeit entspricht, in sich bergen kann. Und das können wir alle in dieser Ausstellung wirklich nachvollziehen. Und ich werde in Wien wirklich Werbung machen. Wir werden eine Kunstreise hierher machen mit verschiedenen Kunstfreunden. Und man muss, bitte machen Sie auch sozusagen Werbung, diese einmalige Ausstellung entsprechend propagieren. Linz wird ja leider immer wieder von der österreichischen Presse, es ist ja unheimlich schwer und teuer, von Wien nach Linz zu fahren, auch nur mit der Bundesbahn. Das wird einfach zu wenig berücksichtigt. Es ist natürlich in ganz Österreich ein riesiges Angebot auf unserem Sektor der bildenden Kunst und so weiter, aber die Ausstellungen, viele der Ausstellungen, die hier im Lentl stattfanden in den letzten Jahrzehnten, die waren wirklich wegweisend und die große Bayer-Ausstellung, die ja primär die Elisabeth Thaler-Nowak gemacht hat, aber auch Bernhard Witter, auch so ein richtiger Bayer-Fan und Kenner, der von der architektonischen Seite, so wie sie, sich mit Bayer auseinandergesetzt hat und sehr einfühlsam auch über seine Begegnungen mit dem großen Künstler gesprochen oder geschrieben hat. Das soll man nicht vermissen. Und zum Abschluss nur noch einmal wirklich herzliche Gratulation und ich freue mich auch, dass wir nicht ein Riesenauditorium, aber ein aufmerksames Auditorium hatten für unsere Ausführungen. Und wir werden weiter, solange wir halt leben können, Herbert Bayer entsprechend würdigen. Vielen Dank.